Herzlich willkommen zurück in Asheville. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet. Ja, die Polizei steht hier vor dem Haus von Jonathan und sie sind bereit zu schießen, wenn es nötig ist. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder zur Raupe, denn hier müssen wir noch was ausbuddeln. Da ist noch was versteckt. Ein Kronleuchter. Oder Kerzenhalter. Besser gesagt. Das ist was Schweres, das kann hier einmal raufgestemmt werden. Und dann haben wir nämlich die Libellenflügel beisammen. Da ist erstmal ein paar Dollar. Und da haben wir den Motor. Dann fügen wir das alles zusammen. Wunderbar. Das ist Auto nämlich schon fertig. Wir können mal gucken, wie viel haben wir jetzt? 31. Oh Gott. Da können wir einmal den Kleiderschrank kaufen. Das Sofa. Jetzt gönnen wir uns mal ein bisschen was hier. Couchtisch. Ach, reicht gar nicht. Hab nicht drauf geachtet. Haben wir noch was für 3? Ah, das ist also teuer, ne? 12. 6. 4. Ja gut, müssen wir warten. Gut. Dann würde ich jetzt erstmal das Auto zu den anderen bringen. Das sind ja mehrere Modellautos. Und da haben wir eine Waffe. Wir müssen uns jetzt Jonathan stellen. Jonathan. Nimm dich in Acht. Mr. Lawson, put your gun down. I know you. You wouldn't hurt a fly. I'm sure you can see that you made a big deal out of nothing. You say I'm ruining Asheville, but I've brought it to life. I've created more jobs, new buildings, infrastructure, roads, tourism. But I'm treated like a criminal. You're just a couple of small-time activists. No one will remember you. Und wir gehen wieder in die Gegenwart. Oh ja, wir sind jetzt in dieser Hütte, ne? Ich bin hier sicherer, aber ich muss Ben neutralisieren. Ja, das werden wir tun. Da hat sich was verändert. Das nehmen wir einmal. Was war denn das? Der Sammler. Eine fehlende Münze aus einem numismatischen Buch hat einen Sammler mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht. Der Besitzer einer einzigartigen Münze wurde tot aufgefunden. Diese Münze kostete dem begehrten Sammler Jahrzehnte seines Lebens im Gefängnis. Ah ja. Hier fehlt eine Figur. Scheinbar. Das ist ein Spielzeughaus. Und da fehlt eine Maschine. Ich glaube, da habe ich jetzt erstmal nichts. Ich habe noch nicht so viele im Inventar. Das ist ja wie bei Shining. Er handelt schnell. Ich muss die Tür verbarrikadieren. Ja, aber womit? Damit. Keine Ahnung. Ich habe ja gar nichts. Ich mache jetzt mal die Tapete kaputt. Ja, super. Die Flügel habe ich auch nicht. Er wartet noch, solange ich nichts habe. Geht das jetzt hier mit? Bis dass der Tod uns scheidet. Bürgermeister West hatte eine schöne Frau. Er hatte also eine Frau. Wir müssen das irgendwie entfernen. Kann ich das einfach nicht beiseite schieben hier? Und jetzt? Achso. Holzkisten. Aber bringt das überhaupt was? Die Tür geht doch eigentlich von der anderen Seite. Naja. Gut. Wenn, ja, scheint zu halten. Ich weiß es nicht. Ein Hufeisen habe ich. Ich brauche etwas Langes, um die Leiter herunterzuziehen. Da haben wir, glaube ich, auch erstmal nichts. Ich habe eine Kamera. Hier, das kommt da rein. Als Griff. Ein Wimmelbild. Jetzt habe ich hier irgendwelche Muster und ich muss wahrscheinlich rausfinden, wozu das Muster gehört. Das ist der Gummistiefel einmal. Das ist das.
Captain auch cool gemacht. Sowas hatte ich auch noch nie in der Art. Das ist das. Das ist dieser komische, pottenhässliche Schuh hier. Das ist das. Das Gelbe. Das könnte das sein. Ist das das oder das? Das. Okay. Das haben wir schon mal. Das könnte der Schirm sein. Die Krawatte. Was haben wir denn noch? Das Grüne. Was könnte das sein? Das da? Ich meinte eigentlich das andere Grün. Das andere Grün ist das hier. Und die Mütze. Hat Spaß gemacht. Jetzt haben wir auch was für die Leiter. Das müsste eigentlich damit funktionieren. Ein Gehstock. Tada! Was haben wir denn hier? Was ist hier los? Was brauchst du? Es fehlt ein winziges Element. Achso, ich konnte die nur umdrehen. Mehr konnte ich gar nicht tun. Na gut. Dann gehe ich auf den Dachboden. Ben ist hoffentlich jetzt still. You can't stay there forever. Doch, kann ich. So leicht wirst du mich hier nicht rauskriegen. Ich habe Albträume über die toten Bergleute. Sie stöhnen unter den Trümmern. Schrecklich. Ich habe sogar einen Seher besucht, aber sie konnte mir auch nicht helfen. Bürgermeister West. Okay, da haben wir eine Seite. Mit solch einem Gewicht auf den Schultern zu leben, ist unerträglich. So sieht's leider aus. Das Zusammenbauen eines Spielzeugs macht Spaß, aber ich habe nicht viel Zeit. Deshalb sollte ich den Rest der Anleitung besser finden. Ja, das sollten wir tun. Das nehmen wir erstmal mit. Etwas Flaches. Passt das dazwischen? Das habe ich schon mal. Dann müssen wir die Kisten noch zerstören. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und da habe ich einen Film. Und hier wohnt Tobi. Da. Tobi. Liebling, dieses Kleiderschrankschloss ist kompliziert, also habe ich ein Foto von der richtigen Kombination gemacht. Ich habe es noch nicht entwickelt. Na toll. Will mal was gucken. Bei den Beweisen, was fehlt da dann? Das sind so Testamentbögen, also Papiere, Rosen, eine Uhr und Parfüm. Nur damit man weiß, worauf man eigentlich achten soll. Ach du Schande hier. Was ist das alles noch? Ich glaube, hier können wir aber erstmal nichts tun, ne? Und wie entwickle ich den Film jetzt? Die Bilder sind mit dicken Spinnweben bedeckt. Ich brauche etwas Starkes, um es wegzublasen. Da, nimm den Trichter. Blas da einfach durch. Ein Clown. Den mag ich aber nicht. Ich nehme das einmal mit. Was gehört denn hier rein? Ach so. Der Film muss da irgendwie rauf, ne? Ah ja, und jetzt? Jetzt brauche ich einen Entwickler. Ich habe mir Ehering. Achso. Scheint hier alles schon bereit zu stehen. Es dürfen nur 3 Minuten sein. 3 Minuten vergehen sehr schnell. Bing. Wir entwickeln Fotos. Hoffentlich ist das was geworden. Ah ja. Das war jetzt hierfür, oder? Hier wohnt Tobi. Naja, bewege 3 Schieberegler, um die 4 auf der Notiz angezeigten Kombination einzugeben. Die Symbole repräsentieren mathematische Zeichen als weniger, mehr und gleich. Wähle einen Schieberegler aus, um ihn nach rechts und links zu verschieben. Was? Das sind Kätzchen. Soll ich jetzt die ganzen Dinger eingeben, oder wie? Verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht so ganz. Was soll ich machen? Bewege 3 Schieberegler. Ja, die kann man bewegen. Um die 4 auf der Notiz angezeigten Kombination einzugeben. Die Symbole repräsentieren mathematische Zeichen als weniger, mehr und gleich.
Ja, aber wie soll ich denn das eingeben? Und warum sind das nur vier? Das sind doch mehrere Kombinationen. Oder nicht? Ich kann die ja nur so hin und her schieben, ne? Das Rätsel verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Weil die kann ich ja nur so hin und her machen. Wie ist das jetzt gemeint? Das ist die andere Frage. Weil die können ja nur links, rechts und in der Mitte stehen. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht, was die von mir wollen. Tut mir leid. Ja, das kann man verschieben. Ja, das habe ich verstanden. Aber wie muss ich das machen? Warte mal, muss ich es in der Reihenfolge machen? Die sind irgendwie gleich. Muss das jetzt ein... Aha, okay, da habe ich schon mal eins. Das war das erste. Also der steht da. Der steht da. Und der ist zwei davon weg. Aha. Die stehen gleich, ne? Die stehen gleich und die sind zwei voneinander weg. Sag ich jetzt mal. Es muss auch in der Reihenfolge sein. Also ich kann nicht querbeet machen. Okay. Ich musste das jetzt erstmal verstehen. Ich hoffe, ich verstehe es jetzt richtig. Ja. Und welcher ist das jetzt? Das ist jetzt der obere. Steht gleich mit dem, ne? Ja. Okay. Ich muss das erstmal verstehen. Ich stand gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. War gerade ein bisschen überfordert. Was ist hier los? Tobi ist ein beliebter Spitzname und es ist die süße Katze, die ich in der Stadt gesehen habe. Dies muss sein Haus sein, damit ich ihn hier finden kann. Ah ja, okay. Jetzt ist das erstmal dafür. Das können wir zusammenkleben, oder? Ja, mach das mal. Wunderbar. Achso, ich muss einfach die Sachen finden, ne? Ja. Da haben wir die Teile auch schon zusammen. Und das steckt sich dann auch selbstständig zusammen alles. Okay, jetzt haben wir die Rakete. Was war denn hier los? Sobald ich die vielen Details zurückgegeben habe, kann ich spielen. Was ist in dieser Truhe? Ich muss einen Weg finden, es zu öffnen. Okay, das haben wir schon mal. Da fehlt eine Sprungfeder. Und was war das noch? Ein Zahnrad. Ja. Lach mal. Lach nur, mein kleiner Freund. Da fehlten die Flügel. Wir hatten hier gar nicht mehr so viel, ne? Das war, glaube ich, nur die Figur. Und die Rakete kommt hier rein. Juhu! Die ganzen Planeten erleuchten in voller Pracht. Wir können in die Garage. Cool. Es ist aber anscheinend noch dunkel hier irgendwie, oder? Da komme ich nicht dran. Ich muss es mit Kraftstoff füllen und einen Ring an der gebrochenen Kette befestigen. So. Dann kommt das daran. Das Benzin ist dafür. Das ist ein Generator, ne? Ach du Schande. Und das nächste Rätsel.
Lege die Sicherung entsprechend der Farbe auf die passende Stellen. Bewege die Greifer mit dem Pfeil nach rechts und links und wähle den Aufwärtspfeil, um die Sicherung aufzufangen. Wähle dann den Aufwärtspfeil erneut, um sie auszutauschen. Also manchmal... Was wollt ihr von mir? Nee, warte mal. Das wollte ich gar nicht. Ah, okay. Ich muss ja erstmal gucken, was hier eigentlich los ist. Das tauschen wir aus. Nee, eigentlich nicht. Aber das können wir ruhig so machen. Egal. Ich weiß, dass das jetzt falsch ist. Ich muss den ja aber irgendwie rauskriegen, weil ich kann nicht nur einen mitnehmen. Ich kann nicht nur einen mitnehmen. Das geht leider nicht. Warte mal. Es ist irgendwie gemein, ne? Aber... Nee, wir haben es noch nicht. Wir haben es noch nicht. Ich fange nochmal an. Wie sieht denn das so aus? Ah, da vorne ist einer. Ne, das sind die roten. Ich glaube, ich muss das ein bisschen anders machen. Eine andere Vorangehensweise. Wie mache ich das jetzt mit dem einen? Wie mache ich das am dümmsten wieder? War eigentlich ein ganz witziges Rätsel. Eigentlich. Guck mal, jetzt haben wir's. Okay. Das kommt daran. Da haben wir's schon. Es werde Licht, hoffentlich. Ja. Dann nehme ich das mit. Das auch. Um ein Rad zu ersetzen, muss ich das Auto anheben. Ich glaube, da haben wir erstmal nichts. Ach, jetzt will er da durch. Der gibt auch nicht auf, der Gute, ne? Der gibt auch einfach nicht auf. Da ist ein Dollar. Können wir das irgendwie kaputt machen? Dann machen wir das einmal. Es ist so hoch oben. Ich könnte auf etwas stehen und ein paar Zentimeter gewinnen. Ja, ich habe aber leider nichts. Das machen wir erstmal auf. Für den besten Bürgermeister. Stand da. Asheville muss informiert werden. Alles klar. West versuchte, ein guter Bürgermeister zu sein. Es war ein Fehler, mit Bradley zu arbeiten. Ja, das hat er leider zu spät bemerkt, würde ich meinen, ne? Ich könnte den Knopf ankleben, sobald ich ihn gefunden habe. Den Kleber tun wir einfach schon mal rauf. Ich hoffe, das trocknet in der Zeit nicht. Mein Gott, der nervt. Und jetzt gehe ich einmal wieder auf den Dachboden. Weil wir haben ja jetzt ein paar Dinge gefunden. Einmal hier für den Freund. Das ist die Sprungfeder. Und den Blasebalg haben wir jetzt, ne? Für die Spinnenweben wahrscheinlich. Ja, geht das automatisch alles? Ja, Jackpot. Wunderbar. Und hier fehlt aber noch was. Da kann ich erstmal nichts tun. Aber hier kommt das Zahnrad jetzt hin. Gib mir den. Jetzt ist es meiner. Hihihihihi. Und damit gehen wir einmal hier hin. Der Soldat, der kommt hier rein. Was immer ich da auch bekomme. Trockene Tinte. Aha. Okay, why not? Ich habe eine Axt. Eine Axt und einen Knopf. Ich finde das voll cool mit dem Planeten. Ja, Ben, der nervt etwas. Der ist ziemlich hartnäckig. Aha. Papiertuch. Ich
ich irgendwie hierfür? Nehmen wir einmal den Pinsel. Wir müssen das Auto anheben, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da irgendwas hab. Ach man, das nervt. Warte mal, ich probiere mal eben was. Nein, die Axt, die ist für was anderes. Mir fällt gerade was ein. Da war ja noch was. Und zwar bei den Kisten, ne? Nee, krieg ich jetzt den Stuhl oder was? Auf jeden Fall den Wagenheber. Schade, ich dachte, ich darf den Stuhl mitnehmen, damit ich da unten rankomme. In der Werkstatt. Vielleicht muss er an die Reifen kommen. Naja. Ach, Ben, gib endlich auf. Mensch. Gut, dann haben wir das soweit schon mal. Dann brauche ich eigentlich nur noch die Reifen. Wir haben einen Pinsel. Trockene Tinte. Ich weiß nicht, wofür die Tinte sein soll. Was war hier noch? Ach nee, das waren die Reifen. Okay. Hier war, glaube ich, nichts mehr. Nee. Dann gehen wir nochmal nach oben. Was muss ich hier denn machen? Mit der Maus. Was ist dort geschnitzt? Ich brauche etwas, um die Bilder besser lesen zu können. Die trockene Tinte vielleicht. Dann mit dem Pinsel. Ah ja. Eigentlich brauche ich das gar nicht lesen. Ich muss den Code wahrscheinlich vervollständigen. Ne? Da fängt es an. Und dann geht es hier so reihum. Ja. Ein Teddy. An den Teddy kriege ich gar nicht. Leider. Dann können wir das hier einmal flicken. Da habe ich noch Draht. Gut. Dann machen wir die Spinnweben jetzt endlich weg. Das sind Bilder. 1940 bis 1995. Es war also der Geist von Bürgermeister West, der mir geholfen hat. Ah ja. Der Geist von Bürgermeister West. Finde die seltsamen Objekte in Bildern. Die sind alle seltsam. Naja, dann Stift. Witzig. Das ist cool gemacht. Nudelhaare. Spaghetti. Das ist ein Fisch. Das macht Spaß. Wie viel noch? Vier? Vier? Der Clown, der ist unheimlich. Können auch mehrere in einem Bild sein? Ach so, ja. Die ist natürlich auch falsch. Hier ist Bürgermeister West. Man kann auch als Alternative natürlich immer drei gewinnt machen. Aber ich mache die Wimmelbild-Szenen einfach lieber. Muss ich immer sagen. Drei gewinnt mache ich eigentlich sehr selten. Drei. Ach, hier kann ich noch weitermachen. Da haben wir es schon. Tobi. Hallo, Tobi. Ich nehme Tobi mit. Tobi kommt jetzt in meine Hosentasche. So, das ist schön gemütlich drin. Er ist süß und flauschig. Und ja, er geht jetzt mit uns. Beziehungsweise... Er geht wieder zurück nach Hause und jagt erstmal freudig die Maus. Jetzt habe ich endlich einen Stuhl erhalten. Ich glaube, hier oben ist jetzt erstmal nichts mehr. Dann können wir mich nach unten und können in die Garage. Ach ja. Ja, ja. Das ist Ben. Nicht wundern. Er gibt einfach nicht auf. Dann können wir nämlich jetzt hier das Rad montieren. Aber wir brauchen einen Schraubenschlüssel. Natürlich. Und ich habe einen Draht. War das hierfür? Und da ist auch noch ein paar, sind auch noch ein paar Dollarnoten. Da haben wir einmal den Schraubenschlüssel. Ach Ben, du merkst doch, dass das nichts wird. Lass das doch jetzt einfach.
What are you hoping to dig up? It's been 15 years. Just accept the official version. Leave the past buried. Was ist jetzt los? Ja, warte mal. Wähle unter deinen Karten die Karte aus, die mit der von Nathan übereinstimmt. Wenn du richtig wählst, verliert Nathan ein Leben. Wenn du falsch wählst, verlierst du ein Leben. Ich war gerade ein bisschen überrascht, dass Ben auf einmal in der Garage stand. Ich meine, wir haben ihn ja umgefahren. Aber warum stand er denn plötzlich in der Garage? Das Tor war ja zu. Naja, gut. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich nehme das. Glück gehabt. Oh, ich weiß es nicht. Auf die Karte habe ich nicht geachtet. Oh, da verliere ich ein Leben. Ja, ging auch noch mal gut. Oh, ich habe nicht ganz drauf geachtet jetzt. Nee, das war die falsche. Und jetzt steht es 1:1. Das war aber die Uhr, glaube ich. Ja, da habe ich diesmal hingeguckt. Tja, ich habe gewonnen. Car trouble? If you're going to Asheville, I can give you a lift. It's not far. My name's Robert Lawson. I'm a local historian. What's yours? Die Geschichte wurde verändert, denn Robert hat auf Jonathan geschossen und dadurch gab es ihn in der Gegenwart nicht mehr. Er hat also die Geschichte verändert, so gesehen. Und damit haben sich Robert und Louise in der Gegenwart treffen können. Dieser Dark Romance-Teil war anders als die vorherigen. Es war weniger märchenhaft, es war jetzt auch nicht romantisch oder so, wie man das aus den vorherigen Teilen kennt. Es war einfach mal was anderes. Es war eher Detektivarbeit und wir waren Reporterinnen und die beiden haben sich jetzt getroffen. Man weiß nicht, was daraus wird. Entweder ne, eine gute Freundschaft, vielleicht auch mehr, das weiß man nicht. Ich bin auf jeden Fall auf das Bonuskapitel gespannt, was uns da erwarten wird. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass das schon das Ende ist. Das kam jetzt ein bisschen abrupt. Ich freue mich jetzt aber auf die Bonus-Story und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei wärt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ciao, bis dann.